Guten Tag. Herzlich willkommen zur Erstsemester-Einführungsveranstaltung EASY. Kurzer Hinweis zunächst. Sie haben es bestimmt alle schon mal mitgekriegt. Die Vorlesungen werden aufgezeichnet, so auch diese. Wenn Sie ganz, ganz, ganz laut schreien, kann es sein, dass das Mikrofon Sie aufnimmt. Ansonsten haben Sie nichts zu befürchten. Es wird lediglich der Ton, also das, was ich hier rede, und die Folien aufgezeichnet. So, die Agenda für heute. Wir stellen Ihnen zunächst unser Angebot vor. Dann als kleinen Einschub haben wir eine Begrüßung von Professor Dr. Beckert, dem Dekan der Fakultät für Informatik. Im Anschluss daran möchten wir vom EASY-Team uns vorstellen. Dann gibt es einen kleinen Überblick über unsere Erwartungen an Sie. Und es wird auch ein bisschen darum gehen, was Sie von uns erwarten. Wir werden einen Überblick über das Organisatorische in dieser Vorlesung haben. Es ist wichtig, dass Sie genau wissen, wie alles abläuft, damit wir keine Probleme haben im Laufe des Semesters. Wir möchten Ihnen eine kleine Kursübersicht geben, was kommt alles dran, was besprechen wir, auf welche Themen können Sie sich einstellen. Und dann möchten wir Ihnen das Wichtigste mitgeben für die ersten paar Wochen, Zeitmanagement 101. Es geht um die wichtigsten Dinge, die Sie wissen sollten, wie Sie gut planen können in Ihrem Studium. Außerdem gibt es ein paar Faustregeln für Sie. Ja, und ganz zum Schluss möchten wir noch ein bisschen über die Ressourcen reden, die wir Ihnen anbieten. So, unser Angebot. Was können wir Ihnen bieten? Was kann die EASY-Veranstaltung Ihnen bieten? Wir bieten Ihnen Hilfe zur Selbsthilfe beim Studienanfang. Wir können Ihnen kein Silver Bullet geben, wie Sie alles perfekt meistern, aber wir geben Ihnen einen Hammer in die Hand und wir hoffen, dass Sie Nägel mit Köpfen machen und dann damit gut durch Ihr Studium kommen. Wir geben Ihnen Tipps und Tricks, ja, was müssen Sie beachten, wir versuchen Sie ein bisschen davor zu bewahren, vor all den Fehlern, die in der Vergangenheit schon gemacht wurden, von anderen Studierenden vor Ihnen. Wir möchten Ihnen, wie bereits gesagt, Techniken geben, mit denen Sie Ihre Zeit, aber auch Ihren Stresslevel managen können und Techniken, die Sie auch in Zukunft noch verwenden können, die nicht nur fürs erste Semester gut sind. Außerdem möchten wir Ihnen ein bisschen Methodik nahelegen, wie Sie Kognition verstehen. Das heißt, wie Sie ein bisschen besser verstehen, wie Verstehen funktioniert, sodass Sie sich Ihre eigene Art und Weise raussuchen können und zusammenbasteln können, wie Sie am besten lernen und durchs Studium kommen. Außerdem bieten wir natürlich eine lockere Atmosphäre an. Wir sind nicht die klassische Vorlesung, wo es nur pur um Inhalte geht. Wir möchten sehr viel Diskussionen mit Ihnen anstreben. Wir möchten, dass Sie sich untereinander austauschen. Wir möchten, dass Sie Ihren eigenen Weg finden können. Und da gehört dazu, dass viel geredet wird, auch von Ihnen. Und ich möchte Ihnen auch anbieten, dass Sie immer Fragen stellen, wenn Sie Fragen haben. Außerdem gibt es natürlich einen ECTS-Punkt, in Schlüsselqualifikationen. Das ist ganz wichtig für Sie. Schlüsselqualifikationen brauchen Sie nämlich auch. Eine Anmerkung habe ich noch an Sie, und zwar Zeitmanagement, wie gesagt, ist nicht universell. Nicht alle Menschen funktionieren gleich. Also wenn Sie mit anderen darüber reden, mit uns darüber reden, dann stellen Sie sich darauf ein, dass andere Leute die Dinge anders einschätzen, anders sehen, und versuchen Sie ein bisschen offen zu bleiben für die Vorschläge von anderen. Ja, schönen guten Tag. Ich darf Sie vor allem zuerst mal das hat der Reusner ja schon gemacht, aber noch einmal begrüßen im Namen der Fakultät für Informatik hier am KIT. Ich habe keine Folien, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Frau Glaubitz hat mich gebeten, neben der Begrüßung Ihnen ein bisschen sagen, was zu erzählen, dass Sie was mitnehmen können für Ihr Studium, für Ihren Lebensweg. Das habe ich
habe ich jetzt auch zum ersten Mal gemacht, deswegen habe ich auch keine Folien. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, habe überlegt, was ich Ihnen erzähle. Vielleicht erstmal zu mir selber. Ich bin also dieser Dekan der Fakultät. Was heißt das? Dekane werden für eine gewisse Zeit, 4 Jahre, aus der Mitte der Professoren gewählt. Das heißt, Dekan ist nicht irgendwie mein Hauptberuf, das macht man mal für ein paar Jahre und dann eigentlich Professor. Mein Thema ist Logik und formale Methoden. Ich bin im Institut für theoretische Informatik. Das heißt, wenn Sie irgendwann mal 4., 5. Semester, 6. Semester, 7. Stammmodul hören, formale Systeme, oder sich sonst im theoretischen Bereich vertiefen, dann kriegen Sie es irgendwann mit mir dann auch nochmal zu tun. Was vielleicht auch interessant ist, ich habe selber in Karlsruhe Informatik studiert, also ich habe auch in diesem Hörsaal schon als Student gesessen, und dann gibt es den schon. Da ist jetzt auch schon, sind 30 Jahre, naja, gut, ja, das vergeht. Ich habe tatsächlich also hier in Karlsruhe studiert, kenne das auch, wie das ist, wenn man Informatik anfängt im ersten Semester ist. Bin irgendwie hängen geblieben, habe Diplom war das ja noch, Diplom zu Ende studiert. Auch promoviert habe ich dann hier und irgendwie hat mich wieder zurückgezogen. Also so ganz schlimm kann es nicht gewesen sein. Jedenfalls hat mich ganz gut. Was so eine Frage war, zu der ich was sagen wollte, ist so ein bisschen was zur Erwartung. Also was erwartet die Fakultät, die Professorenschaft von Ihnen oder was erwarten Sie eigentlich? Von dem Studium. Vielleicht eine wichtige Botschaft für Sie auch ist, wir als Professoren, wir freuen uns, wenn wir gute Absolventen haben. So. Es ist aber nicht so, dass wir für jeden guten Absolventen Geld kriegen oder sowas. Also es ist natürlich, wenn wir überhaupt keine guten Absolventen mehr hätten, dann würde irgendwann Ärger eintreten und wäre schlecht. Ja, also so, dann wird die Fakultät zugemacht wahrscheinlich. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt pro Absolvent was kriegen und es ist auch nicht so, dass wir jeden, der durchfällt, weniger kriegen oder so, sondern unser Ziel ist eigentlich, möglichst viele gute Absolventen zu haben, aus einer sozusagen intrinsischen Motivation heraus. Also weil man könnte jetzt sagen, weil der Steuerzahler uns dafür Geld gibt oder weil das wahrscheinlich das ist, wofür wir bezahlt werden. Aber ich glaube, das ist gar nicht so das Direkte, sondern man freut sich eben, wenn man an der Uni ist, wo die meisten guten Absolventen rauskommen und man in den Rankings oben ist. Also dann freut man sich. Und das ist irgendwie so das Ziel. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt für den Einzelnen was tun oder dass dann besser ist, wenn der Einzelne noch irgendwie durchfällt oder nicht durchfällt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Es kriegt auch niemand mehr Geld, weil mehr Leute in die Vorlesung kommen oder so. Das ist nicht. Also in gewisser Weise wäre es ja besser, es kommt keiner, hat man weniger Arbeit. Aber das ist dann auch wieder nicht schön. Aber das ist alles so eine intrinsische Motivation. Das Einzige, was vielleicht wirklich ein Punkt ist, wo man sagt, wir wollen ja auch, also wo für uns selbst gute Absolventen wichtig sind, ist, dass wir natürlich auch unsere eigenen Hilfswissenschaftler, Doktoranden, den Nachwuchs auch aus ihnen, aus den Studenten zum sehr großen Teil generieren. Also die allermeisten, die in Karlsruhe hinterher promovieren, haben vorher in Karlsruhe studiert. Deswegen ist das für uns natürlich wichtig, gute Leute zu generieren. Aber es ist nicht so, dass wir dann direkt, also wie eine Firma, wo der Umsatz sinkt, dann hat man ein Problem. So ist es. Vielleicht eine Frage, was motiviert Sie denn, hierher zu kommen? Das ist vielleicht auch eine Frage. Okay. Aber sie kriegen doch gar kein Geld. Also, klar, also bezahlt sie jemand, um hierher zu kommen, oder? Ja gut, guten Job, sicheren Job, das ist schon richtig. Ja, noch besser. Wofür? Was? Aber warum? Gut, bestimmt. Also wahrscheinlich sind das sinnvolle Gründe. Was ist denn mit? Hat jemand Spaß an Informatik auch? Ja, ist das auch? Ja. Also eigentlich ist ja eine günstige Situation. Also wenn man Spaß an Informatik oder solchen Sachen hat und das auch noch gerade zufällig so ist, dass man in einer Zeit lebt, wo man da
gut Geld für kriegt, das ist ja günstig. Also wenn Sie jetzt Spaß an, weiß ich nicht, Kunstgeschichte hätten, wäre nicht so gut wahrscheinlich. Okay. Also, aber ich nehme mal an, dass es wirklich niemanden hier gibt, der jetzt Geld, sozusagen in dem Sinne Geld kriegt, weil der Onkel gesagt hat, wenn du Informatik studierst, dann gebe ich dir Geld oder so. So Sachen gibt es aber auch, gibt es tatsächlich auch, aber das ist natürlich nicht gut. Das heißt, vielleicht wichtig ist, also das Ziel für Sie sollte ja sein, eben was zu lernen, weil dann verdient man hinterher auch viel Geld, mehr lernt. Aber eigentlich ist ja auch ein guter Absolventin zu werden und möglichst viel über Informatik zu wissen, und zwar über die Teile am besten, die einem Spaß machen. Gut. Also das Ziel, könnte man sagen, sind wir uns einig, ist gute Absolventen. Ja, weil gute Absolventen kriegen gute Jobs, haben viel gelernt, viel Geld und so. Die Frage ist, wie das geht. Ne? Wenn man so am Anfang ist, im ersten Semester, ist nicht so klar. Jetzt habe ich, seit ich weiß, dass ich hier diese Ansprache halten soll, habe ich ein bisschen so mit Kollegen geredet und gesagt, was erzählt man da? Und das Interessante ist, dass alle das Gleiche gesagt haben. Das mag Ihnen jetzt, also vielleicht als Vorwarnung, das klingt jetzt so, jetzt kommt der Alte da und gibt gute Ratschläge, aber ich habe einen Ratschlag für Sie, eigentlich einen wichtigen, und das haben alle Kollegen gesagt, eins musst du sagen, so, und das ist, Sie müssen selbstständig, eigenverantwortlich, gewissenhaft studieren. Niemand hat gesagt, wichtig ist, dass man schon programmieren kann. Oder wichtig ist, möglichst viel zu lernen. Oder was es auch so Ideen gibt. Es ist schlecht, wenn man nebenher arbeitet. Oder, also irgendwie, man kann ja viele Ratschläge haben. Es war immer das Gleiche. Man muss selbstverantwortlich, gewissenhaft arbeiten. Und ich glaube, der Grund dafür ist, also erstmal beobachten wir das immer wieder, ne? Also es ist so ein ganz gängiges Muster. Ich muss auch sagen, ich war, bevor ich jetzt Dekan geworden bin, war ich 8 Jahre Studiendekan. Ich habe viel gesehen so an Leuten, die Probleme haben. Ich bin durch die Prüfung gefallen. Was kann ich tun und so. Also da sieht man das alles. Und es ist das immer gleiche wiederkehrende Muster, dass man sagt, naja, da ist jemand durch die Prüfung gefallen, weil eben, weiß nicht, lineare Algebra einfach nicht sein Ding ist. Das gibt's vielleicht auch, aber es ist fast immer so. Man sagt, ja, warum? Warum sind Sie denn da durchgefallen? Ja, ich war nie in der Vorlesung. Ich habe nur 2 Tage gelernt. So, ja, das ist immer wieder das Gleiche. Und jetzt auf die Mitte schön. Also eigenverantwortlich. Aber was heißt das? Ich meine, man muss ja auch sehen. Vermutlich die meisten von Ihnen werden vermutlich bis vor kurzem zur Schule gegangen sein. Vielleicht haben manche schon gearbeitet, aber die meisten werden zur Schule gegangen sein. Und selbst wenn man arbeitet, einen großen Unterschied gibt es im Studium. Sie haben relativ große Freiheit. Wahrscheinlich haben Sie, vor allem wenn man jetzt vielleicht auch noch von zu Hause weg ist, Sie haben in Ihrem Leben noch nie so viel Freiheit gehabt, zu tun, was Sie wollen. Und das Gefährliche daran ist, dass an der Uni im Studium die Konsequenz, wenn man die Freiheit missbraucht, relativ spät kommt. Also wenn Sie in der Schule die Hausaufgaben nicht machen, dann gibt es wahrscheinlich so Striche. Und irgendwann gibt es ein einfaches Klassenbuch und irgendwas passiert. Es geht relativ schnell. Nach 2 Wochen passiert irgendwas. Wenn Sie hier 2 Wochen nichts machen, das merkt kein Mensch. Das interessiert auch keinen. Wenn Sie da irgendwo hingehen und sagen, ich war 2 Wochen nicht da, dann sagen Sie, ja, muss ich halt nachlernen. Und das ist eine Riesengefahr, weil man kann es dann auch nicht mehr nachlernen, weil dann gibt es ja schon wieder neuen Stoff und dann plötzlich ist das Semester rum und man hat irgendwie die Klausur nicht geschrieben und ein Riesenproblem. Und die Einzige, die Ihnen Konsequenzen aufzeigen kann, oder da sind Sie eigentlich selber. Also wenn Sie Ihr Übungsblatt nicht abgeben, dann müssen Sie böse sein mit sich selbst, sonst ist es keine. Das ist eigentlich der wichtigste Ratschlag. Es gibt auch, vielleicht zum gleichen Thema noch, es gibt eine ganz interessante Studie von, also das ist ja auch von so Didakten dann untersucht worden, es gibt eine interessante Studie dazu, was eigentlich vorhersagen lässt,
wie er Erfolg im Studium hat. Weil das wäre ja gut. Also wenn man sozusagen beim Eingangstest, wir könnten ja so Eingangstest machen, wenn wir da gut vorhersagen könnten, wer Erfolg im Studium hat, könnten wir uns ja gegenseitig viel Arbeit sparen, indem wir denen, die keinen Erfolg haben, die lassen wir nicht zu, dann haben die nicht 2 Jahre vertan und scheitern und wir haben keinen Ärger und so. Es wäre für alle gut, wenn wir rausfinden könnten, wer Erfolg im Studium hat. Und deswegen hat man da viele Untersuchungen gemacht und das Interessante ist, jetzt sage ich Ihnen mal, was alles keinen Einfluss hat oder kaum. Erstens mal Workload, also wie viele Stunden pro Woche Sie arbeiten fürs Studium, hat wenig Einfluss. Jetzt könnten Sie sagen, ist ja super, dann arbeite ich wenig, ist auch schlecht. Aber wenn man, also es gibt natürlich eine Spanne. So rein theoretisch müssten Sie ja, das kann man ja so ausrechnen, ECTS-Punkte pro Stunde, theoretisch müssten Sie 37,5 Stunden pro Woche arbeiten, also Fulltime-Job eigentlich. Und da zählt nicht der Weg zur Uni, sondern dort sein. Ja? So ist die Theorie. Dann hat man gemessen, wie viel die Leute arbeiten wirklich. Umfragen gemacht, oder die hatten auch so Uhren, wo sie mal drücken müssen. Und jetzt hat man über viele Fächer gemacht, auch Informatik, und dann stellt man fest, ungefähr zwischen 25 Stunden und 50 Stunden ist alles gut. So, also das passt. Weniger als 20 oder so, dann ist das nicht gut, dann ist das zu nichts Gutem jedenfalls. Und mehr als 50 führt auch zu nichts Gutem, weil es ist nämlich ein Anzeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Weil das dann stimmt nicht. So, und dazwischen ist egal. Aber egal ist auch nicht, da komme ich gleich dazu. Zweitens hat man natürlich dann so Dinge wie, also einfach demografische Daten. Also Mann, Frau, Inländer, Ausländer, Elternhaus, ist ja auch immer so, keine Auswirkung. Also nicht messbar. Dann würde man ja denken, Vorkenntnisse. Wer hat schon in der Schule Informatik gehabt? Nö. Also nicht, ja, hat keine Auswirkung. Also, es hat eine Auswirkung auf die Studiendauer, weil man unter Umständen ein Semester mehr braucht, bis man wieder auf den gleichen Stand gekommen ist wie die anderen. Aber den Erfolg, also sozusagen, wer scheitert nah an der Orientierungsprüfung, hat kaum Einfluss. So, und jetzt kann man sagen, ja, was ist es denn dann? Und dann kommt, was entscheidend ist, sind zwei Dinge. Gewissenhaftigkeit als sozusagen als psychologische Einstellung, also man kann ja messen, wie Leute sind und wer gewissenhaft arbeitet und wer nicht. Das ist ein guter Prädiktor für Studienerfolg. Und das hat natürlich auch wieder was mit Workload zu tun. Also wenn Sie Ihr Übungsblatt noch nicht fertig haben und dann sagen, ja, der hat doch gesagt, egal wie viel ich arbeite, dann mache ich es nicht fertig. Das ist nicht gut, weil eben zu Gewissenhaftigkeit gehört, dass Sie es fertig machen. Egal wie lange es dauert, wenn es schnell geht, dann ist es ja auch gut. Also die Dauer ist es nicht. Also das, also sozusagen arbeiten Sie, also ordentlich arbeiten ist das Wichtigste, gar nicht wie viel man arbeitet. Und was, glaube ich, sehr eng verbunden ist, ist, dass man konstant arbeitet. Also wenn man sagt, ja, das Übungsblatt auch komm, ich Party, nächste mache ich in den Ferien und so, dann das hat zwei Nachteile, es ist nicht gewissenhaft, ja, aber es ist eben auch, man kriegt es nicht wieder aufgeholt. Wir sind ja jetzt noch alle in der ersten Woche. Die erste Woche ist meistens noch harmlos. Da geht man zu so Veranstaltungen wie hier und denkt, das ist noch alles irgendwie gut. Bei der zweiten Woche denkt man, die zweite Woche ist irgendwie viel schneller. Da muss ich mal in der dritten Woche nacharbeiten und dann ist schon zu spät. Also da müssen wir aufpassen. Ne? In der zweiten Woche spät ist das nicht gut. Nur ist natürlich dieses Gewissenhaft auch alles viel einfacher, wenn man Spaß dran hat. Vielleicht noch, was heißt gewissenhaft, vielleicht konkreter. Erstens mal ist wichtig hingehen. Wir sind eine Präsenz-Uni, ja, im Gegensatz zu irgendwelchen MOOCs und virtuellen, wir gucken uns einen Kanal auf YouTube an. So eine Uni ist eine Präsenzveranstaltung zuallererst. Und das ist auch für den Lernerfolg ungeheuer wichtig. Wir können ja immer sagen, naja, die Vorlesung, da gibt es eine Aufzeichnung, gucke ich mir die Aufzeichnung an. Aber dann, die Gefahr, sich dann doch nicht anzugucken oder nicht richtig und nebenher was zu tun, ist groß. Und außerdem trifft man dann die Leute nicht und man kriegt auch nicht mit, ob die anderen das verstanden haben, an der gleichen Stelle Schwierigkeiten. Also man kriegt einfach nicht mit, was vorgeht. Man guckt sich da irgendwas an und merkt nicht, ob man es eigentlich verstanden hat. Also hingehen ist wichtig. Und zwar zur Vorlesung, aber auch zu den Übungen.
im Tutorial. Vielleicht, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, was dazugehört im Moment ist, wenn man so zu Veranstaltungen geht, zu Hochschuldidaktik und was da so erzählt wird, wie man es dann ändern könnte, dann heißt es sehr oft, wir müssen uns an die diverser werdenden Studierendenschaften anpassen und an die unterschiedlichen Lerntypen. Und das finde ich auch eine gefährliche Sache. Also man kann sich leicht einreden, dass man ja nicht in die Vorlesung gehen muss, weil man der Videoguck-Lerntyp ist. Oder vielleicht der Lerntyp, der kein Übungsblatt machen muss oder so. Das glaube ich nicht. Also das mag es alles geben, aber das können Sie wahrscheinlich zumindest am Anfang des ersten Semesters noch nicht sagen. Und ich glaube es auch. Also man kann ja sagen, ich lerne besser vom Video und als von der Vorlesung, aber noch besser lernen Sie, wenn Sie beides angucken. Oder ich bin der bessere Lerntyp, ich lese ein Buch, dann weiß ich alles. Das mag es geben, aber das ist immer wieder bei Eigenverantwortung. Machen Sie sich da selber nichts vor, Sie sind eben der Typ, der morgens um 8 nicht aufstehen muss. So, dann noch, vielleicht noch wichtiger irgendwo als Vorlesungen sind Tutorien. Warum gibt es überhaupt Tutorien? Die Tutorien gibt es ja eigentlich nur in den ersten Semestern, den ersten drei Semestern. Und das soll Ihnen eben gerade auch diesen Übergang von dem typischen Schulform erleichtern zur Universität. Sie haben kleinere Gruppen, Sie können Fragen stellen, wichtig auch Kontakte finden, Lerngruppen finden. Das macht es eigentlich leichter, auch so eine Selbsteinschätzung zu haben. Sie sehen ja, wenn Sie im Tutorium sind, ob die anderen alles schon wissen und Sie selber jetzt irgendwas verpasst haben oder wissen Sie vielleicht selber viel mehr als die anderen oder was ist da eigentlich los? Da muss man ja erstmal ein Gefühl für kriegen, was eigentlich der normale Stand ist. Und vielleicht neben Tutorien auch noch ein wichtiger Punkt, also eben Tutorien hingehen, ja, Lerngruppen, das ist auch sowas. Wenn man mit Leuten redet, die haben ja jetzt hauptsächlich Klausuren, aber dann weiß man das immer nicht so genau, aber wenn ich mit Leuten rede, die in mündliche Prüfungen kommen und durchfallen, was gar nicht so oft ist, aber kommt jemand in eine mündliche Prüfung, fällt durch und man sagt dann, ja, das war jetzt nichts, was haben Sie gemacht, dann ist ein Standardproblem, ich habe allein gelernt. Und deswegen eben das Falsche gelernt. Gar nicht gemerkt, dass ich das Falsche gelernt habe. Also Lerngruppen, wo man sich austauscht, wo man merkt, dass man auf dem falschen Weg ist, mit Leuten redet, die vielleicht Vorlesungen machen, ist unheimlich wichtig. Und vielleicht auch, hat ja auch was mit Spaß zu tun. In der Gruppe macht sie ja vielleicht alles viel leichter als alleine. Wobei man auch da aufpassen muss, dass man nicht mitläuft. Also Gruppe heißt nicht, wir haben einen Cleveren, der macht die Übungsblätter und ich schreibe die ab. Das ist nicht Lerngruppe. Das Gute an Lerngruppe ist auch, man findet Freunde fürs Leben letztlich. Also die Leute aus meiner Lerngruppe vor 30 Jahren kenne ich heute noch. Ja, also da sind wir in Kontakt. Also das sind wirklich, klar, Sie sind ja jetzt auch in einer neuen Situation, die anderen auch, man sucht neue Freunde und das ist wirklich extrem wichtig auch für diese neue Phase. Vielleicht so zum Schluss noch, was wichtig ist, wenn es dann doch Probleme gibt, ne, das ist jetzt alles schön und gut und Sie haben jetzt gute Vorsätze, wenn es jetzt doch Probleme gibt und Sie merken, das dritte Übungsblatt habe ich schon nicht hingekriegt, dann wollte ich das vierte, das wollte ich irgendwie dann noch nachholen, das klappt irgendwie nicht. Dann ist ein wichtiger Punkt, gehen Sie rechtzeitig und holen sich Hilfe. Es gibt viele Angebote, über die Sie heute auch hören hier, das Lernen, was es an Angeboten gibt. Gehen Sie dahin, wenn Sie ein Problem haben. Es ist wirklich manchmal erstaunlich, wenn man Angebote macht für Leute, die im Studium ein Problem haben, was auch immer. Irgendwie, kann ja auch Vorlesungen programmieren, ich habe noch nie programmiert. Und man macht eine Sonderveranstaltung, kommt keiner. Das hat dann wieder was mit Gewissenhaftigkeit zu tun. Deswegen, also Empfehlung, gehen Sie zu solchen Angeboten hin. Das lohnt sich und dient auch wieder so einer Einschätzung. Vielleicht auch noch, dazu gehört auch Lerngruppen. Also wenn Sie jetzt noch keine Lerngruppe gefunden haben. Also der einfachste Weg, Lerngruppen zu finden, ist natürlich die O-Phase. Und da hat man Leute kennengelernt, man sitzt in der gleichen Vorlesung. Warum bilden wir eine Lerngruppe? Wenn Sie noch keine Lerngruppe haben, also es ist wirklich essentiell, suchen Sie sich eine. Ich weiß, Informatiker sind alle introvertiert,
Das ist irgendwie schwierig und ja. Aber ist eigentlich auch kein Problem. Sie sind ja alle in Tutorien, sie kennen Leute aus der O-Phase, ist auch überhaupt kein Problem. Fragen Sie einfach, ich suche noch eine Lerngruppe. Ist doch nicht irgendwie wie zum Date einladen oder so. Also gehen Sie, suchen noch eine Lerngruppe, ich bringe auch einen Kuchen mit und gut ist, ja. Das ist eigentlich kein Problem. Und wenn Sie trotzdem keine Lerngruppe finden oder sich nicht trauen oder was auch immer, gibt es auch Möglichkeiten, hier bei der Fakultät vorbeizukommen. Dann suchen wir noch die Leute zusammen, die keine Lerngruppe haben, dass sie eine bilden. Das ist wirklich ganz entscheidend, dass sie nicht als Einzelkämpfer hier rumlaufen, immer nur in der Vorlesung in der großen Menge sitzen. Das ist überhaupt nicht gut. Gut, zum Schluss, vielleicht, jetzt habe ich viel so ermahnt. Ich würde sagen, so rückblickend, die Zeit, sagen wir mal, die ersten 2 Semester, würde ich jetzt mal, wenn ich so zurückblicke, die ersten 2 Semester waren wahrscheinlich in meinem ganzen Leben mit das Arbeitsreichste, was ich gehabt habe. Also im Vergleich, also wenn man so guckt, also vielleicht so einen Monat vor der Abiturprüfung, kann ich mir vorstellen, glaube ich so, wenn ich zurückblicke, die ersten 2 Semester vom Studium, das letzte halbe Jahr vor der Promotion, das ist auch ätzend irgendwie. Und vielleicht so als Dekan, weil man da hat man so irgendwie plötzlich 2 Jobs sich aufgeladen. Also ist dann auch nicht schlimm, aber ja. So, und das ist einfach, also es ist viel Arbeit. Ich meine das nicht im Sinne von schlimme Zeit. Es ist eine Zeit, in der Sie viel Arbeit haben, wo Sie sich vielleicht auch durchbeißen müssen, aber das lohnt sich und zurückblickend ist es eigentlich auch so mit die beste Zeit gewesen. Also man hat noch kein konkretes Ziel. Ich muss jetzt nicht irgendwie ja, man hat Klausuren vor sich. Ich muss aber nicht irgendwie, was weiß ich, eine Masterarbeit schreiben und wieder neu in meinem Leben orientieren. Sie ist eigentlich klar, was sie tun sollen. Sie sollen lernen und die Orientierungsprüfung bestehen. Das ist ja eigentlich einfach. Es ist viel Arbeit. Sie lernen neue Leute kennen. Ist aber hinten so zurückblickend eigentlich immer mit so die beste Zeit gewesen so im Leben. Ja, so neue Leute kennenlernen, neue Möglichkeiten, viele neue Sachen gelernt. Und irgendwann kommt dann auch der Punkt, wo sie sich im Studium wahrscheinlich dann vertiefen, wo man dann erkennt, was, man kann ja immer sagen, warum muss ich das lernen, ja? Das merkt man dann irgendwann. Klar, natürlich lernt man in den ersten 2 Semestern viel Zeug, was man nie wieder braucht. Nie. Aber vieles sieht man dann doch irgendwann wieder im Studium. Und das ist vielleicht auch noch was. Wenn Sie jetzt sagen, na ja, das ist auch ein Fehler, also jetzt komme ich nochmal zu Fehlern, die man machen kann. Wenn man sagt, also auf Lücke lernen, das ist auch ein großer Fehler. Wenn man sich sagt, naja, ich lerne mal so viel, dass ich eine 3 schreibe. So, könnte man ja sagen. Das spart Arbeit, weil wenn ich auf eine 2 lerne, macht mir Arbeit. Es hat 2 entscheidende Nachteile. Erstens, so genau kann man es nicht vorhersagen. Wenn man auf eine 3 lernt, dann kann es einem auch mal passieren, dass das eine 4, 4, irgendwas ist und man ist durchgefallen. Während wenn man auf eine 2 lernt, dann ist es im schlimmsten Fall eine 3 oder so. Und das andere ist, dass man den Stoff wahrscheinlich dann irgendwann im 5. Semester braucht. Wenn Sie jetzt sagen, passt schon, und man hat im 5. Semester wieder was, wo das dann schon die Voraussetzung ist, dann wird es irgendwie immer schlimmer. Ja? Dann haben Sie am Schluss einfach überall schlechte Noten, es wird immer problematischer und das sollten Sie vermeiden. Und vielleicht auch gar nicht so sehr jetzt auf Geschwindigkeit. Also ich würde auch immer sagen, Studiendauer ist es nicht. Ja, lieber dann gute Noten gehabt, ein Semester länger gebraucht. Okay, damit wäre ich am Ende. Wenn Sie noch Fragen haben, freuen sich wieder keiner, alle introvertierte Informatiker. Gut, aber dann würde ich Sie wieder abgeben. Vielen Dank. Ja, das waren doch jetzt schon mal sehr gute Einblicke und ich bedanke mich auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich. Ja, und auf einige der Sachen werden wir auch auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Grundsätzlich können Sie davon ausgehen, dass wir über viele Dinge an mehreren Stellen reden. Erstmal ein bisschen theoretische Einführung vielleicht und dann an einem späteren Zeitpunkt auch im Tutorium zum Beispiel eine Diskussion darüber haben. So, jetzt noch eine kurze Vorstellung zu uns. Wer sind wir eigentlich, also Verantwortlichen für die EASY-Veranstaltung?
zunächst einmal die Koordination und ja, die Macherin von Easy. Dort drüben steht sie, Christine Glaubitz. Sie ist grundsätzlich für den Studienstart, also für die Studienanfänger in der Fakultät für Informatik zuständig und sie kümmert sich darum, Programme zu entwickeln, die es Leuten wie Ihnen, den Erstis, helfen, gut ins Studium zu kommen und dann auch durch das Studium zu kommen und es erfolgreich abzuschließen. So, ich bin Linus Osthoff. Ich habe meinen Bachelor nicht hier gemacht tatsächlich. Ich komme von der Universität in Tübingen. Ich habe dann zum Master hierhin gewechselt, einfach weil es ein bisschen technischer ist. Tübingen ist noch theoretischer als Karlsruhe. Höre ich immer wieder, dass es hier so theoretisch ist. In Tübingen war es noch theoretischer. Und dann haben wir natürlich noch allgemeines Easy-Team und die Tutorinnen und Tutoren. Hier vorne, wenn ihr bitte einmal aufstehen würdet, einmal winken, damit die Gesichter schon mal bekannt sind. Und ihr wisst, später in den Tutorien auch, ja, hier zuordnen könnt. Und ihr seht natürlich auch unsere E-Mail-Adressen, ja, also wenn es direkt um die Koordination geht, dann schreibt ihr bitte Christine eine E-Mail. Wenn es um die Vorlesung direkt geht, dann könnt ihr mir direkt eine E-Mail schreiben und wenn ihr einfach allgemeine Fragen habt, wo ihr nicht wisst, vorlesungsbezogen oder tutoriumsbezogen oder was auch immer, dann könnt ihr einfach auch an Easy eine E-Mail schreiben. Wir schauen da alle dann in regelmäßigen Abständen rein und dann bekommt ihr auch eine Antwort. Grundsätzlich zu E-Mails, ja, gebt uns bitte mindestens 24 Stunden Zeit, bevor ihr die zweite E-Mail abschickt. Wenn es wirklich, wirklich richtig, richtig extra dringend ist, dann könnt ihr vielleicht auch einfach mal bei uns vorbeischauen. Ja? Aber grundsätzlich so 24 Stunden Wartezeit für eine E-Mail einplanen. Genau. Außerdem möchte ich an dieser Stelle noch darauf hinweisen, wir haben extra Tutorien für Lehramtinformatik und für die Wirtschaftsinformatiker. Will ich einmal Hände sehen. Wer ist denn hier Lehramt? Okay, sehr viele. Also es gibt extra ein Tutorium für diejenigen, wo es dann auch spezifischer um Dinge geht, an den Stellen, wo es eben notwendig wird, wo es dann spezifisch um die Dinge geht, die Lehramtsstudierende betreffen und die Wirtschaftsinformatiker. Bitte auch einmal Handzeichen. Okay, gut, auch da gibt es nochmal spezifisches Tutorium, falls notwendig. So, dann kommen wir zu den Erwartungen, die wir an Sie stellen. Easy ist eine Vorlesung, die ein bisschen anders abläuft, aber was wir auf jeden Fall von Ihnen erwarten, ist eine aktive Teilnahme an den Tutorien. Sie sind auch dazu verpflichtet, in den Tutorien aufzutauchen. Es gibt 5 Termine, die Sie kommen, und wenn Sie nicht kommen können, dann müssen Sie sich entschuldigen, weil es ist nämlich Teil der Prüfungsleistung, dass Sie anwesend waren zu den Tutorien. Wir erwarten von Ihnen den Besuch der Vorlesung. Es ist wichtig, Sie lernen hier wichtige Dinge kennen, die Sie brauchen können und auf die Tutorien sich dann später auch beziehen. Grundsätzlich, aber auch einfach nur für Sie. Ja, es lohnt sich für Sie zu kommen. Dann erwarten wir von Ihnen natürlich, wie alle anderen auch, Sie haben es auch schon gehört vom Dekan, Professor Beckert, eine gewissenhafte Bearbeitung von allen Dingen. Also, dass Sie, auch wenn Sie vielleicht glauben, dass die Übungen, die wir machen, sehr einfach sind, dass Sie sich trotzdem die Zeit nehmen, die gewissenhaft zu beantworten, die Fragen, und auch einfach Ihre Antworten so formulieren und zusammensetzen und aufschreiben, dass jeder, der die dann liest, keine Schwierigkeiten damit hat, Ihre Gedankengänge zu verfolgen. Genauso erwarten wir natürlich, dass wenn Sie mit uns kommunizieren, dass Sie das auf eine Art und Weise machen, die auch für uns angenehm ist, ja, dass Sie alle wichtigen Informationen liefern für Ihr Problem, dass Sie sagen, wer Sie sind. Und wenn Sie Kommunikationskanäle wie zum Beispiel des Ilias verwenden,
dass Sie dann auch eine E-Mail-Adresse angeben, unter der man Sie erreichen kann, weil wenn Sie das interne Messaging-System verwenden, kann man Ihre E-Mail-Adresse nicht sehen und dann können wir Ihnen nicht antworten. Und nur der Name bringt nichts, damit kann man Sie schlecht finden. Genau. Angesprochen auch schon, das gegenseitige Verständnis. Bitte nehmen Sie Rücksicht auf alle anderen und denken Sie daran, jeder lernt ein bisschen anders. Also Beckert hat es auch schon gesagt, ja, es gibt, auch wenn er sagte, einige Dinge sind essentiell, für alle anderen Dinge gibt es unterschiedliche Einstellungen und bitte gehen Sie da einfach respektvoll miteinander um. Und natürlich auch erwarten wir von Ihnen, dass Sie die Angebote, die wir Ihnen zeigen und die Angebote, die wir Ihnen geben, wahrnehmen. Dafür sind wir da. Wir sind dafür da, Sie zu unterstützen, ins Studium reinzukommen und eine Basis zu schaffen für ein erfolgreiches Studium. Genau. So. Jetzt. Ich hoffe, Sie haben alle einen QR-Code-Reader oder ein Handy. Ich empfehle Ihnen dringendst, einen guten QR-Code-Reader auf Ihr Handy zu laden, dass Sie solche Dinge immer schnell machen können. Und zwar möchten wir jetzt kurz so 3 Minuten über Ihre Anforderungen oder Ihre Erwartungen an uns reden. Okay. Dann wollen wir doch mal hier kurz drüber gucken. Also ich sehe schon, sehr viele haben gesagt Zeitmanagement. Ich darf Sie beruhigen. Darauf gehen wir ein. Und ECTS kriegen Sie von uns auch, wenn Sie sich an unsere Regeln halten. So. Dann, okay, also Langeweile erwarten Sie auch. Ich hoffe, da können wir dagegen vorgehen. Wir planen nicht, Sie zu langweilen. Selbstbewusstsein stärken, Angebote und Unterstützung, Einstieg ins Studium, Hilfe beim Studienstart, eine interessante Vorlesung, auch da können wir hoffentlich helfen, lernen zu lernen, Verständnis über das Studium bekommen und hier habe ich auch noch gesehen, wie funktionieren viele Portale des KITs. Wer hat das denn gesagt? Möchte sich da mal vielleicht jemand melden? Ja bitte, was genau meinen Sie damit? Also Sie haben verschiedene Portale kennengelernt für die verschiedenen Fächer oder okay. Was wir auf jeden Fall machen, wir gehen ein bisschen aufs Campus und aufs Ilias ein. Dafür gibt es morgen eine Saalübung. Wenn es darum geht, dann können Sie da auf jeden Fall herkommen. Wenn es um spezifischere Portale noch geht, dann gerne Feedback schreiben, ja eine E-Mail. Wir wünschen uns, dass Sie diese Sachen uns auch mitteilen, dass Sie sagen, hey, wir suchen das und das. Ja, diese Informationen haben wir nirgendwo gefunden. Wenn Sie uns das einfach mitteilen, dann können wir darauf an späteren Stellen auch noch eingehen, zum Beispiel auch im Ilias. Aber genau, also morgen soll es zunächst mal eine kleine Erklärung zum Campus und zum Ilias-System geben. Ein bisschen, wie Sie damit klarkommen und so weiter und so fort. Jetzt sehen noch was hinzuzufügen jetzt, spezifisch zu den Portalen. Okay, nochmal kleiner Input, falls es jetzt gerade noch nicht verständlich genug war, ja. Easy ist kein Easy-Fach. Sie können sich nicht einfach zurücklehnen und nichts tun. Sie müssen sich an die Regeln halten, die wir Ihnen geben. Sie müssen die Dinge tun, die wir von Ihnen verlangen. Ansonsten kriegen Sie den Punkt nicht. Wir haben diese Veranstaltung schon mal gemacht im letzten Jahr und es sind Leute durchgefallen, die sich nicht an die Regeln gehalten haben. Okay. So, und zu den Regeln kommen wir jetzt auch. Schönen Segway. Organisatorisches. Genau. So, Anmeldung zu den Tutorien ist über WebInscribe. WebInscribe sollten Sie eigentlich schon kennengelernt haben. Da wurde auch am Montag drüber geredet, in der Begrüßung für die Erstsemester. Später gibt es dazu auch nochmal eine Folie. Ganz kurze Frage, wer von Ihnen hat sich noch nicht für die Tutorien angemeldet? Grundsätzlich nicht für Tutorien oder nur für Easy? Okay. Alles klar, dann gehe ich da jetzt ganz kurz drauf ein. Und zwar, es gibt nicht jede Woche ein Tutorium, sondern nur alle 2 Wochen. Und damit das Arbeitspensum für unsere Tutoren und Tutorinnen angemessen abläuft, gibt es
In der nächsten Woche den A-Tonus, also in der zweiten Vorlesungswoche beginnen die Tutorien des A-Tonus und in der dritten beginnen die des B-Tonus. Das sind die gleichen 5 Tutorien jeweils, nur um eine Woche verschoben, sodass wir alle von Ihnen in Tutorien unterbringen und die Gruppengröße der Tutorien in einem angemessenen Niveau halten können. War diese Erklärung soweit verständlich? Alles klar. So, genau. Die Kursmaterialien wird es im Ilias geben. Die Vorlesung, also die Folien werden im Ilias hochgeladen. Die Tutoriumsfolien werden im Ilias hochgeladen. Die Übungsblätter werden im Ilias hochgeladen. Es wird auch dort andere zusätzliche Informationen geben. Wir haben ein paar Infobücher für Sie vorbereitet, wo es um Dinge gehen soll, wie zum Beispiel die Freizeitgestaltung in Karlsruhe. Solche Sachen, extra Informationen, die wir für Sie vorbereitet haben. Dann, 3 Vorlesungen. Sie sind in der ersten Vorlesung. Wir hoffen, dass Sie wirklich zu allen Vorlesungen kommen. Wir hoffen, dass die Vorlesungen so spannend gestaltet sind, dass Sie auch gerne kommen. Es wird noch spannender nachher, keine Sorge. Erstmal allerdings leider graue Theorie. Morgen eine Saalübung, wie bereits gesagt. Ja, es geht ein bisschen um die Portale, die es gibt. Außerdem um die Übungsblätter, wie Sie richtig machen. Ja, bitte. Das ist die Saalübung. Genau, da kommen Sie wieder hierher. Und dann gibt es eine kurze Saalübung, nicht ganz anderthalb Stunden, vermutlich 45 Minuten, wo wir auf ein paar wichtige Sachen eingehen. Ja, bitte. Genau. Wie gesagt, es ist nur sehr kurz. Wenn Sie wollen, können Sie die erste halbe Stunde hierher kommen. Da verpassen Sie vermutlich auch nicht viel. Oder Sie entscheiden sich, wo Sie hinwollen. So ist es. Manchmal überschneiden sich Veranstaltungen an einer Universität. Da können wir leider nicht viel dagegen machen. Ja. Okay. So. Gibt es jetzt dann sonst noch Probleme bezüglich der 4 Termine im Campus-System? Nein. Gut. So, und jetzt das Kernstück von der Veranstaltung sind die 5 Tutorien, zu denen Anwesenheitspflicht herrscht. Das heißt, Sie müssen kommen, und wenn Sie fehlen, und das maximal 2-mal, müssen Sie sich entschuldigen, und zwar im Voraus. Ja, wenn Sie morgens krank aufwachen, dann reicht eine E-Mail, aber Sie müssen sich entschuldigen. Und wenn Sie auf dem Weg zum Tutorium überfahren werden, dann müssen Sie im Nachhinein einen Test vom Arzt vorlegen. Ja. Aber Sie müssen sich entschuldigen, weil Anwesenheitspflicht, das ist Teil der Prüfungsleistung, damit das gleich ganz klar ist. Okay. Und dann zu guter Letzt, und das ist aber auch sehr wichtig und gehört auch dazu, dass Sie bestehen, gibt es ein Beratungsgespräch mit der Koordinatorin. Und zwar soll es darum gehen, dass Sie reflektieren, wie Ihr Semester im Moment läuft, überlegen und reflektieren, brauchen Sie noch mehr Hilfsmittel, haben Sie konkrete Probleme, wo Sie darauf eingehen wollen, wo Sie darüber reden wollen. Und außerdem soll es noch darum gehen, was Ihre Zukunftspläne sind und wie genau Sie sich die Sache vorstellen. Eine wichtige, sehr wichtige Überlegung, die es da zu treffen gibt für Sie, ist, bleiben Sie bei der Informatik oder wollen Sie wechseln oder wollen Sie irgendwas ganz anderes machen? Und je nachdem, was Sie dann da entscheiden, vielleicht wollen Sie bei der Informatik bleiben, haben aber Probleme, vielleicht wollen Sie einen anderen Studiengang wechseln, der Ihnen mehr zusagt, vielleicht wollen Sie eine Ausbildung machen. Zu all diesen Wegen werden wir versuchen, Ihnen dann Materialien und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, mit denen Sie weiterkommen. Genau. So, kurz über die Kursübersicht, damit Sie wissen, was Sie erwartet. Erste Vorlesung, wir sind mittendrin. Ja. Wir kommen dann auch gleich zum Zeitmanagement, ja, zu den Juicy Bits, die besten Sachen. Den Rest haben Sie bis jetzt schon erlebt, beziehungsweise wir sind gerade bei den organisatorischen Rahmenbedingungen. Zweite Vorlesung möchten wir versuchen, Ihnen Mittel an die Hand zu geben, wie Sie den Überblick besser behalten. Wir möchten Ihnen auch wieder durch Gastvorträge ein paar Berufsbilder zeigen, ein paar Lebensläufe zeigen, um Sie zu motivieren, längerfristig bei der Informatik zu bleiben.
grundsätzlich möchten wir Ihnen helfen, eben langfristiges Zeitmanagement, langfristige Planung zu machen. Wir werden ein bisschen über Roadmapping sprechen, also wie Sie größere Pläne für Ihre Zukunft aufzeichnen und verwirklichen können. Und in der dritten Vorlesung möchten wir über die Klausurenphase reden, wie Sie mit der Klausurenvorbereitung zurechtkommen, wie Sie sich da nochmal spezifisch gute Pläne machen können und wie Sie ein bisschen mit Prokrastination und Prüfungsangst umgehen können. Da möchten wir Ihnen auch ein paar Tipps geben, weil das was ist, was sehr wichtig ist in der Regel für die Studierenden im ersten Semester. Genau, und in der Saalübung morgen werden wir ein bisschen Grundlagen der Studiumsorganisation durchgehen, Campus Ilias. Wir möchten Ihnen zeigen, wie Sie Übungsblätter angemessen bearbeiten. Da sprechen wir aus Erfahrung vom letzten Jahr. Einfach für Sie, dass Sie wissen, was genau wir erwarten bei der Bearbeitung der Übungsblätter. So, und in den Tutorien soll es ganz am Anfang eben um die Strukturen und Stolpersteine gehen, die Sie am KIT erwarten, und Planung, Selbstverantwortung. Ja, also Sie müssen einfach verantwortlich mit Ihrer Zeit umgehen. Sie müssen gewissenhaft sein im Studium und da wollen wir Ihnen dabei helfen. Zweiten Tutorium, ein bisschen Freizeitgestaltung. Auch wenn Sie jetzt vielleicht dann in der nächsten Woche schon das Gefühl bekommen, oh je, mir fällt der Himmel auf den Kopf. Wir wollen versuchen, Sie so weit zu entspannen, dass Sie sich trauen, ein bisschen Ihr Leben noch zu leben neben dem Studium. Ja, weil wie der Professor Beckert schon sagte, wenn Sie über 50 Stunden in der Woche arbeiten, dann läuft irgendwas gewaltig schief. Und gehen Sie mal abends raus in eine Bar oder sowas. Ja. So, drittes Tutorium, Lerntechniken, Kognitionsmodelle, weil dann geht es nämlich schon so aufs Ende des Semesters zu und dann müssen Sie sich schon mal Gedanken machen, wie Sie in den 2 Tagen, die Sie vor der Klausur haben, nehmen Sie sich bitte mehr als 2 Tage Zeit, aber in der kurzen Zeit, die Sie vor den Klausuren haben, angemessen lernen für die Klausuren. Einfach da Lerntechniken, Kognitionsmodelle ein bisschen verstehen, wie das Verstehen funktioniert und wie Sie richtig priorisieren können, weil auf Lücke zu lernen ist nicht gut, wie Sie schon gehört haben. Sie sollten versuchen, alles zu lernen, aber es ist wichtig, dass Sie herausfinden, welche Dinge am wichtigsten sind und bei welchen Dingen Sie sich etwas mehr erlauben können, weniger zu wissen. So, viertes Tutorium wollen wir Sie nochmal ein bisschen motivieren, erfahrungsgemäß. Ist es gegen Ende des Semesters, lässt die Motivation ein bisschen nach. Wir wollen Ihnen helfen, durch dieses Tief durchzukommen. Wir wollen mit Ihnen darüber reden, wie die Gruppenbildung funktioniert hat, wie Sie einfach klarkommen in den sozialen Strukturen hier am KIT und ein bisschen gucken, dass niemand den Anschluss verliert. Und dann im fünften Tutorium geht es nochmal verstärkt darum, wie Sie die Klausurenphase bewältigen. Und wir möchten Ihnen auch einen kleinen Ausblick auf das zweite Semester entlocken. Einfach um zu zeigen, die Welt geht auch nach dem ersten Semester noch weiter. Okay, und jetzt, also ich habe gesehen, es sind nicht so viele. Das heißt, wir brauchen hier nicht so viel Zeit. Ich gebe jetzt einfach mal ganz kurz denen, die sich noch nicht angemeldet haben, die Tutorienzeit, hier diesen QR-Code zu benutzen, sich dann im WebInscribe anzumelden. Alles klar. Ich hoffe, Sie sind alle fertig. Ansonsten jetzt sofort die Hand heben. Fertig? Ja, bitte, ist das eine Frage? Als Mathematikstudent können Sie machen, wie Sie es wollen. Ja? Klar? Okay, gut. Dann kommen wir jetzt zum richtig spaßigen Teil der Vorlesung. Und zwar Zeitmanagement 101. Ich hoffe, Sie haben sich alle gefreut. Sie freuen sich alle darauf. Bevor ich anfange, stehen Sie bitte alle mal auf und schütteln Sie mal alle Gliedmaßen aus. Okay, kurze Anmerkung für die Mathematikstudierenden. Und zwar, es gibt ein Tutorium bei Lara Penz. Ja, das sind Lehrämtler. Das wäre dann spezifisch Tutorium, das Beste für Sie. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Okay, sind alle ausgeschüttelt, haben sich alle mal ein bisschen bewegt. Okay. Dankeschön. Sie dürfen sich wieder setzen.
Sie dürfen auch stehen bleiben, aber in der Regel schläft es sich im Sitzen besser. So, okay. Also, jetzt kommen wir zum Kern des Pudels. Wir können Ihnen nicht alles abnehmen. Wir können nicht für Sie denken. Sie müssen selber denken, gewissenhaft durchs Studium gehen. Aber wir können Ihnen ein paar Sachen zeigen, die erfahrungsgemäß helfen. Und wir hoffen, dass Sie sich mit einigen davon zumindest anfreunden können, um besser klarzukommen. So, wichtig, ganz wichtig. Bitte einmal die Hand heben. Wer von Ihnen führt keinen Kalender oder Ähnliches? Okay. Nutzen Sie stattdessen irgendeine Alternative zu einem Kalender, zum Beispiel eine Wochen-To-Do-Liste oder irgendwie sowas. Ansonsten, das ist der Grundstein für Sie. Für eine gute Planung brauchen Sie irgendeine Form von Wochenplan, Kalender, irgendwie sowas, wo Sie sich einen Überblick verschaffen können über die Dinge, die Sie tun. Und was Sie da nehmen, ist egal. Ja? Schreiben Sie das in Büchchen rein, benutzen Sie Google-Kalender, benutzen Sie Outlook oder den Lightning-Kalender, was auch immer, benutzen Sie irgendeinen und schauen Sie, dass Sie den immer zur Hand haben. Ja? Damit Sie den immer up-to-date halten können. Ja? Weil sich die Dinge auch mal ändern, Ihre Pläne ändern sich, Sie müssen umplanen, weil irgendwelche unvorhergesehenen Dinge passiert sind. Und diese Dinge sollten Sie alle in Ihrem Kalender vorhanden haben, um ganz wichtig eine Übersicht zu haben und Ihr Arbeitspensum abschätzen zu können. Ja, gut geplant ist halb gemacht. Es gibt Studien, die zeigen, dass man mit 10 Minuten Planung 1,5 Stunden Arbeit einsparen kann. Was Sie nicht machen sollen, ist den ganzen Tag planen und dann glauben, dass Sie nicht mehr arbeiten müssen. So funktioniert es dann aber nicht. Okay. Also. Und jetzt Ihre Hausaufgabe bis zum ersten Tutorium. Die ist nicht schwer. Ja. Ganz einfach. Suchen Sie sich bitte so einen Kalender aus. Tragen Sie alle Ihre Termine und Verpflichtungen ein. Ja. Tragen Sie sich ein, Vorlesung, tragen Sie sich ein, wenn Sie arbeiten müssen, wann Sie arbeiten müssen, tragen Sie sich ein, wann die Übungsblätter ausgegeben werden und wann Sie die abgeben müssen und überlegen Sie sich ein bisschen schon mal, kann ich meine Woche irgendwie aufteilen? Habe ich die Möglichkeit, sagen, okay, also an einem Tag in der Woche mache ich nichts oder ab so und so viel Uhr mache ich nichts mehr, solche Dinge. Und vergessen Sie bitte nicht, dass Sie Menschen sind, zumindest glaube ich, dass Sie Menschen sind. Androiden, bitte einmal die Hand heben. Hier sind doch einige. Okay, für alle anderen gilt, Sie müssen schlafen, Sie müssen trinken, Sie müssen essen und Sie müssen sich auch ab und zu mal waschen. Planen Sie dafür bitte auch Zeit ein. Ja? Und noch eine Anmerkung zur Psychologie. 6 bis 8 Stunden hochkonzentrierte Arbeit sind das Maximum für die allermeisten Menschen. Wenn Sie darüber hinauskommen, ist das super für Sie. Ich würde Ihnen aber nicht raten, mit 3 Tagen die Woche 16 Stunden hochkonzentrierte Arbeit zu planen, um dann 2 Tage frei zu haben. Das funktioniert in der Regel nicht. Sie können es ja mal ausprobieren, aber beschweren Sie sich dann nicht, wenn es nicht klappt. Ja? Okay. Und zu den Vorlesungen überlegen Sie sich in der Vorlesungszeit, wie Sie am besten mit der Zeit, die Sie in der Vorlesung verbringen, umgehen können. Ja? Wenn Sie einfach nur da sitzen und Candy Crush spielen, dann ist das vielleicht nicht die beste Art und Weise, den Stoff zu lernen. Überlegen Sie sich also, wie Sie am besten damit klarkommen. Professor Beckert hat es schon angesprochen. Notizen machen, mitschreiben, sich Fragen aufschreiben, dann später nochmal die Aufzeichnung anschauen. Überlegen Sie sich, was die beste Methode für Sie ist und probieren Sie das mal aus. Und wenn Sie das ändern müssen, ist das auch nicht schlimm. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Auch Zeitmanagement erfordert Übung. So. Und jetzt wollen wir Ihnen ein paar praktische Tipps vorstellen, wie Sie Ihr Zeitmanagement verbessern können, so ein bisschen Schnellhilfe für die Dinge im Tag, ein paar
Kniffe, Faustregeln. Die erste davon, Eat the Frog. Und zwar geht es darum, dass sie den Tag mit der unangenehmsten Aufgabe beginnen. Diese unangenehmste Aufgabe ist nicht unbedingt die gleiche für jeden. Ja, für den einen kann das sein, sich morgens ein bisschen zu bewegen. Bewegung ist auch wichtig, damit der Geist gesund bleibt. Ja, für irgendjemand anderen kann das sein, dass sie irgendwelche unangenehmen Telefonate mit Verwandten führen müssen. Für andere sind es unangenehme E-Mails, die man dem Professor schreiben muss. Legen Sie sich die unangenehmste Aufgabe gleich morgens in den ersten Zeitslot, den Sie sich einplanen. Machen Sie das. Vielleicht ist die unangenehmste Aufgabe auch die Mathevorlesung am Morgen. Dann haben Sie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, aber dann haben Sie für den Rest von dem Tag ein gutes Gefühl und Sie haben nicht ständig da diesen Teufel im Nacken sitzen, der Ihnen sagt, oh mein Gott, nachher müssen Sie noch... Sondern das Schwierigste ist geschafft. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ermutigen, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wenn Sie über die Sachen diskutieren wollen, einfach die Hand heben. Ja? Prima. Okay. Wer hat diese Methode schon mal benutzt? Oder irgendwas Ähnliches? Okay? Das sind einige. Sehr gut. Wo haben Sie davon gehört? Wo haben Sie das mitgekriegt? Okay, also sind intuitiv drauf gekommen, ja, die bösen Sachen aus dem Weg schaffen, damit man sich auch nachher auf den Spaß konzentrieren kann. Ja, bitte? Sport, ja, Sport ist wichtig und Mord, aber auch noch eine wichtige Sache, ja, wenn Sie morgens Sport machen, dann haben Sie sehr viel Blut im Gehirn für den Tag, das ist sehr hilfreich. Wenn Sie abends Sport machen, können Sie vielleicht nicht mehr einschlafen danach, also gleich morgens den Sport machen, ist auch eine super Idee. Okay, prima. Nächste Technik, Pomodoro. Die heißt so, weil der Typ, der das erfunden hat, hatte eine Eieruhr in der Küche, die sah aber nicht aus wie ein Ei, sondern wie eine Tomate. Tomate ist auf Italienisch, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch sage, Pomodoro. Und dann, deswegen heißt die Technik so. Das ist eine sehr effiziente Technik, wie Sie sich selber dazu zwingen können, konzentriert zu arbeiten. Und zwar, indem Sie sich diese Deadline setzen und Sie sagen, Sie machen 25 Minuten hochkonzentrierte Arbeit, hochkonzentriert, also kein Handy, kein Schnacken mit anderen Leuten, nicht die Hand in der Chips-Tüte haben oder so, sondern einfach auf die Aufgabe konzentrieren und dann nach den 25 Minuten hören Sie auf. Dann machen Sie nicht weiter, dann hören Sie auf, machen Sie 5 Minuten Pause und dann können Sie mit dem nächsten Pomodoro anfangen. Und zwar versuchen Sie das so zu machen, dass Sie sagen, okay, also 25 Minuten für eine Aufgabe. Nicht das Gehirn damit belasten, dass Sie zusätzlich auch noch mehrere Aufgaben im Kopf behalten müssen, sondern Sie machen eine Aufgabe in diesem Zeitslot, in diesen 25 Minuten. Und wenn Sie die Aufgabe nicht fertig bekommen, dann hören Sie erstmal auf. Das ist nicht schlimm und das ist meistens sogar ganz gut, Aufgaben so ein bisschen ruhen zu lassen. Ja. Und dann später nochmal darauf zurückzukommen, weil unser Gehirn manchmal einfach ein bisschen Bedenkzeit braucht. Und zwar Bedenkzeit, auf die wir aktiv keinen Einfluss haben können. Sie können aber natürlich auch, wenn Sie sagen, okay, also Übungsblatt in 25 Minuten schaffe ich nicht, dann können Sie auch eine Aufgabe in 25 Minuten anplanen. Solche Dinge. Also, hat das jemand schon mal benutzt? Okay. Wo haben Sie es kennengelernt? Einfach so durch Zufall irgendwo gelesen? Ja, bitte? Projektmanagement-Seminar? Ja, doch, klingt einleuchtend. Gibt es noch andere? YouTube? Also, geht einfach so nach YouTube-Binge-Watching, nach 16 Stunden Autoplay irgendwann darauf gelandet oder gezielt danach gesucht. Also einfach irgendwie so Zeitmanagement-Kanal auf YouTube. Ja, YouTube ist auch keine schlechte Quelle, notwendigerweise für irgendwelches Zeug. Ja, passen Sie nur auf, dass Sie dann nicht die neuesten K-Pop-Alben irgendwann durchhören, sondern dass Sie sich tatsächlich auch auf die
informativen YouTube-Kanäle beschränken. Okay, gibt es noch irgendwelche Einwände? Wunderbar. First Brick. Und zwar, Sie werden vielleicht schnell feststellen, dass einige Aufgaben im Studium erstmal überwältigend wirken. Und dann stehen Sie da wieder Ochs vorm Berg und wissen nicht, was Sie zu tun haben. Wenn Sie diesen Berg allerdings zerlegen in kleine Steinchen, kleine Kieselsteinchen, dann können Sie jeden einzelnen Kiesel in die Hand nehmen und wegtragen. Und das ist überhaupt kein Problem. Also wenn Sie vor einer Aufgabe stehen, zum Beispiel vor einem Übungsblatt, und Sie lesen sich das erste Mal durch, und dann wird Ihnen ganz mulmig und Ihnen wird ein bisschen schlecht und Sie denken sich, scheiße, dann zerlegen Sie das Blatt, und zwar in die einzelnen Aufgaben, und wenn die Aufgaben dann noch A- und B-Teile haben und die Aufgaben wirken irgendwie immer noch zu krass, dann können Sie auch noch in A- und B- und C zerlegen, und dann haben Sie wirklich eine kleine Einheit, und diese Einheit können Sie machen. Dabei können Sie gern so weit die Aufgaben zerlegen, bis jeder einzelne Schritt so lächerlich wirkt, dass er gar nicht mehr als Aufgabe wahrgenommen wird. Versuchen Sie das tatsächlich mal, vielleicht können Sie sich daran erinnern, wenn Sie dann mal vor so einer Aufgabe stehen, dann erinnern Sie sich an die First Brick Methode und Sie versuchen das einfach mal. Vielleicht klappt es ja bei Ihnen, vielleicht auch nicht, aber dann haben Sie vielleicht auch einfach noch nicht genug zerteilt. Ja, bitte? Sie können zum Beispiel sagen, naja, also auf mein Lösungsblatt E schreiben. Das ist die erste Aufgabe, die ich für diese B-Aufgabe mache. Und unterschätzen Sie nicht Ihr Gehirn. Manchmal legt es Ihnen Stolpersteine in den Weg, aber manchmal müssen Sie auch einfach nur Ihr Gehirn dazu bringen, über diesen ersten Stolperstein zu springen. Und dann läuft es wie geschmiert. Ich möchte nicht behaupten, dass Sie jede Aufgabe mit diesem Trick lösen können. Sie können grundsätzlich, gibt es kein Silver Bullet, falls Ihnen der Begriff was sagt, es gibt keine Lösung für alles, wir können Ihnen hier nichts geben, womit Sie wirklich jedes Problem lösen. Aber Sie können zum Beispiel anfangen, dieses Problem nochmal anders anzugehen. Und zwar, Sie lesen was und da stehen 10 Begriffe, die Sie nicht kennen. Und das ist das, woran Sie sich aufhängen. Dann ist jede Unteraufgabe, die Sie daraus machen können, einen von diesen Begriffen zu googeln und rauszufinden, wofür der steht. Zum Beispiel. Genau. Also, wie gesagt, der Prozess kann so lange wiederholt werden. Manchmal müssen Sie ein bisschen kreativ werden, wenn Sie doch noch vor dem Berg stehen. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen sagen, ja, es handelt sich hier um eine Anwendung von dem Prinzip Divide and Conquer. Schreiben Sie sich das hinter die Ohren. Das werden Sie auf jeden Fall noch ein paar Mal hören in Ihrem Studium. Also mindestens ein paar Mal. Vielleicht sogar auch viele Male. Gut. Dann wieder das gleiche. Handzeichen bitte einmal. Hat jemand diese Methode schon mal verwendet? Okay, es sind auch einige. Sind Sie drauf gekommen? Wo haben Sie das gelesen? Haben Sie das gesehen? Oder war das auch einfach nur Intuition für Sie, das so zu machen? No. Ja, also wie gesagt, bekanntes Konzept aus der Informatik. Sie hatten schon Vorwissen, Informatik, schon mal ein Studium angefangen oder schon mal an der Schule gemacht, gearbeitet, okay, ist auch gut, ja, also wenn Sie frisch mal da gearbeitet haben, kommen Sie auch gut weiter. Rubicon. So, nächster Trick, dieser Trick ist vielleicht erstmal ein bisschen weniger einleuchtend sofort, behalten Sie die Sachen aber auch einfach mal alle im Hinterkopf, vielleicht können Sie die irgendwann verwenden. Hier also als kleines Zitat, ja, als Caesar den Rubikon überschritten hatte, gab es für ihn kein Zurück mehr, er war gezwungen, gegen Rom in die Schlacht zu ziehen. Caesar hatte sich angelegt mit Rom, ja, und dann hat er irgendwann seine Armee über den Rubikon geschoben und damit war klar, okay, jetzt ist der Krieg erklärt, jetzt muss eine Handlung folgen. Und das ist genau der Zweck, den wir befolgen mit dieser Rubikon-Methode. Und dann versuchen Sie, einen Point of No Return zu finden. Versuchen Sie, sich dazu zu zwingen, sich diese Aufgabe vorzunehmen. Dass es für Sie kein Zurück mehr gibt. Dass Sie nicht mehr von dieser Aufgabe zurücktreten können.
Genau. Und der Trick dabei ist natürlich, den persönlichen Rubikon zu finden. Der mag auch für einige Leute irgendwie an anderen Stellen finden. Eine einfachere Methode, sage ich jetzt mal, für den Alltag ist, sie treffen verbindliche Absprachen mit irgendwelchen Leuten, zum Beispiel mit ihrer Lerngruppe, und sie sagen, jeder von uns bereitet eine Aufgabe vor und wir reden dann gemeinsam drüber. Dann müssen sie diese Aufgabe vorbereiten. Da kommen sie dann nicht mehr drum rum. Also ich hoffe mal, sie halten sich an ihre Absprachen mit anderen Leuten. Thema Gewissenhaftigkeit und so, ne? Also, hat jemand das schon mal verwendet? Hat jemand schon mal so eine Art Rubikon überschritten? Ja, okay. Möchten Sie vielleicht sagen, was das für ein Rubikon war? Also, Sie sagen, Sie setzen sich hier in die Klausur rein, fangen die Klausur an und dann. Also, Sie zwingen sich dadurch, dass die Zeit knapp wird, alle Sachen zu lernen. Ist kein guter Ansatz, aber wenn es funktioniert, also machen Sie das bitte nicht so häufig, ja? Sie müssen Ihre Gesundheit ein bisschen im Auge behalten. Gibt es dazu sonst noch irgendwelche Anmerkungen, irgendwelche weniger krassen Rubikons vielleicht? Also Sie haben sozusagen den Weg der Absprache gewählt. Sie haben gesagt, Leute, ich mache das, und dann haben Sie das gemacht. Ja, gut. Okay. So. Und dann möchten wir noch eine grundsätzliche Regel Ihnen mitgeben, und zwar die Smart-Regel, die Ihnen ein bisschen ein Gerüst geben kann, wie Sie Ihre Aufgaben definieren müssen, damit die auch gut erledigbar sind. Und zwar müssen diese Aufgaben spezifisch sein. Das heißt, es muss irgendeine, ja, klare Aufgabe sein, irgendwas, was nicht irgendwie so ist wie, ja, ich lerne halt mal Informatik, sondern sie sagen sich, ich lerne XY, ich lerne, wie Arrays funktionieren. Wer hier weiß nicht, was ein Array ist? Das glaube ich nicht. Gut, sehr schön. Dann messbar. Es muss ein spezifisches Bewertungskriterium festlegen. Es muss, Sie müssen sagen können, naja, also was bedeutet das denn, gelernt zu haben, was Arrays sind? Und dann müssen Sie eben daran festlegen, können Sie entscheiden, habe ich diese Aufgabe jetzt erledigt oder nicht? Außerdem soll diese Aufgabe attraktiv sein. Ja, attraktiv ist vielleicht ein bisschen ja, Wischiwaschi-Wort, sonst passt es aber hier nicht mit Smart rein. Die Aufgabe muss irgendwie Sinn ergeben für Sie. Ja, Sie müssen sich darunter was vorstellen können. Ich weiß nicht, ob es Sinn für Sie ergibt, zu wissen, welche tausend verschiedenen Arten von Ameisen es gibt. Wenn Sie das unbedingt wissen wollen, können Sie das natürlich auch lernen, aber wenn diese Aufgabe für Sie keinen Sinn ergibt, dann werden Sie die auch nicht durchführen, weil gibt keinen Sinn für Sie. So, dann bleiben Sie im Rahmen des Möglichen. Ja, das soll realistisch sein. Es ist zwar eine furchtbar spezifisch messbare und attraktive Aufgabe, bis Weihnachten die Falcon X von Elon Musk nachgebaut zu haben, aber besonders realistisch ist diese Aufgabe nicht. Also bleiben Sie bei irgendwas, was Sie auch tatsächlich bewältigen können. Ja, wenn Sie innerhalb von 24 Stunden, 48 Stunden arbeiten müssten, um Ihre Aufgabe zu bewältigen, dann können Sie sich schon mal vorstellen, dass das vermutlich nicht funktioniert. Und zusätzlich muss die Aufgabe noch terminiert sein. Das heißt, Sie müssen sich selbst eine feste Deadline legen. Das ist extrem wichtig. Sie haben es auch schon angesprochen. Ja, diese Deadline. Wenn Sie die auch noch kommunizieren zusätzlich, sind Sie zusätzlich noch gezwungen, sich daran zu halten. Eine Aufgabe, die keine Deadline hat, können Sie beliebig vor sich hinschieben und dann werden Sie auch nicht fertig damit. Also setzen Sie sich bei allen Aufgaben, die Sie sich so im Studium vornehmen oder die Ihnen vorgesetzt werden, setzen Sie sich einfach selbst eine Deadline und dann halten Sie sich an diese Deadline. Das ist ganz wichtig. Deadlines werden nicht verschoben, außer Sie haben einen wirklich sehr triftigen Grund, also zum Beispiel Lastwagen im Gesicht oder sowas.
Gut. Hat jemand schon mal diese Smart-Methode angewendet? Hand hoch, bitte. Ja. Okay. Alle, die sich jetzt nicht gemeldet haben, haben sie es nur einfach nicht smart genannt oder haben sie es noch nie so betrachtet? Okay. Möchte irgendjemand ein Beispiel geben, wer das schon mal gemacht hat? Okay, also, ja, so eine Art, ja, smart. Doch, genau, ja, sie stellen den Leuten eine Aufgabe, sagen, was genau, was ist das Erfolgskriterium, ja, wodurch wird es messbar? In der Pflege natürlich vermutlich auch irgendwas, was den Leuten dann tatsächlich was bringt, ja, für ihr Leben, wenn sie wieder auf die Beine kommen wollen, zum Beispiel, was Realistisches auch, also eine 90-jährige Oma wird vielleicht nicht mehr Welt-Schwergewichtsbox-Champion, vielleicht auch nicht, und bis zu einem gewissen Datum, auch sehr wichtig. Jawohl. Okay, und jetzt haben wir noch ein paar Faustregeln für Sie aufgeschrieben, ein paar Dinge, die wichtig sind, die Sie einfach im Hinterkopf behalten sollten. Fragen Sie lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Also, wenn Sie sich nicht sicher sind, dann fragen Sie mal. Aber fragen Sie an passender Stelle. Wenn Sie mich jetzt danach fragen, nach HM1, nach den Lösungen vom zweiten Übungsblatt oder so, dann bin ich einfach die falsche Stelle dafür. Da fragen Sie an der richtigen Stelle. Wenn Sie irgendwelche allgemeinen Fragen haben, wir haben Ihnen die E-Mails vorher gezeigt, ja, dann suchen Sie nicht die richtige Stelle aus. Solche Sachen. Stellen Sie die Fragen bitte so, als müssten Sie die selber beantworten. Wenn ich Sie jetzt frage, wo Essen Haus, ja, dann wissen Sie vermutlich nicht, dass ich die Mensa suche. Also schreiben Sie die Fragen bitte so auf oder stellen Sie die Fragen so, dass wer auch immer die beantworten muss, damit klarkommt. Und geben Sie auch relevante Informationen zu der Frage an. Zum Beispiel, Sie haben schon irgendwas recherchiert und Sie wissen jetzt nicht genau, welche Information richtig ist. Ja, Sie waren an der Lehrstuhl-Webseite, haben zwei verschiedene Informationen gefunden, die sich widersprechen. Dann geben Sie bitte beide Informationen mit an und sagen, hallo, hier, der Link sagt das, der Link sagt das. Das ist mein Problem, was soll ich tun? So, Sie sind Ihres eigenen Glückes Schmied. Auch da hat Herr Professor Beckert vorher schon drüber geredet. Ja, Sie müssen gewissenhaft die Dinge machen. Sie müssen die Sachen selbst in die Hand nehmen. Sie müssen selbst recherchieren. Sie müssen lernen, wo Sie an Informationen kommen. Sie müssen sich vorbereiten auf Dinge. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie ins Tutorium gehen und Sie wollen irgendwelche Sachen wissen, dann überlegen Sie sich im Voraus schon mal, was genau möchte ich wissen, was ist mein Problem und so weiter und so fort. Genau. Gut notiert ist halb gemerkt. Auch wichtig. Gewöhnen Sie sich am besten jetzt sofort an, mitzuschreiben in den Vorlesungen. Und wenn es nur ein paar Worte sind, die Sie ab und zu mal aufschreiben, die wichtigsten Dinge, es hilft Ihnen extrem, wenn Sie dann später zum Beispiel nochmal durch die Aufzeichnungen gehen, dann können Sie gucken, was habe ich mir da aufgeschrieben, habe ich mir da ein Fragezeichen hingemacht, ist es jetzt vielleicht beim zweiten Mal hören klar geworden. Es hilft Ihnen einfach extrem, sich Dinge aufzuschreiben. So. Schlaf und Nahrung lassen sich langfristig schlecht vermeiden, also außer für die Androiden unter Ihnen. Sie können das mal machen, Sie können mal eine Nacht lang wach bleiben, um noch ein Übungsblatt fertig zu machen. Lassen Sie es nicht zur Gewohnheit werden, es ist nicht gesund. Und dann zu allerletzt natürlich noch, niemand ist perfekt. Wenn Sie von der Schule kommen und Sie hatten immer nur 1-0, gewöhnen Sie sich dran, dass Sie das hier vermutlich nicht aufrechterhalten können. Machen Sie sich nicht unglücklich dadurch, dass Sie versuchen, immer perfekt sein zu wollen. So, und jetzt möchten wir Ihnen noch ganz kurz einen kurzen Überblick geben über die Ressourcen, die wir Ihnen anbieten. Und zwar hauptsächlich im ELIAS. Ja, es wird alle Vorlesungsfolien geben, es wird alle Tutoriumsfolien geben. Außerdem gibt es dort einen Syllabus und andere wichtige Dokumente zum Syllabus. Wer hat dieses Wort schon mal gehört? Das sind nicht so viele, okay. Das ist was, was in Deutschland nicht so bekannt ist. In gewisser Weise ist das ein Wegweiser von Erwartungen, wo die ganzen Dinge, die wir von Ihnen erwarten und aber auch die ganzen Dinge, die wir Ihnen anbieten, nochmal drinnen stehen in klarer, übersichtlicher Form. Dann können Sie verfolgen, was geht ab, wo sind wir im Moment,
habe ich irgendwas noch nicht verstanden, wurde irgendwas nicht gesagt, was eigentlich hätte gesagt werden sollen und so weiter und so fort. Genau. Dann gibt es im Ilias ein Forum. Wir hoffen, dass Sie sich da aktiv beteiligen, dass Sie da Fragen stellen, dass Sie da eventuell auch die eine oder andere Übungsgruppe finden können, wenn Sie das wollen. Genau. Außerdem haben wir jede Menge Zusatzmaterialien für Sie zusammengestellt. Wir haben wichtige Webressourcen, also Links zu irgendwelchen Seiten, wo wir denken, da kriegen Sie gute Informationen. Wir haben Infobooks zusammengestellt, zum Beispiel über das Freizeitleben in Karlsruhe. Wir haben Checkliste fürs erste Semester, Tipps, Tricks, Cheat Sheets. Und es gibt ein Orga-Sheet, wo Sie Ihren Studienverlauf planen können. Genau. So, dann noch ein paar grundlegende Infos. Wir haben vorher schon kurz gehört von Professor Beckert. Überlegen Sie sich nochmal, was das bedeutet. Denken Sie da ein bisschen drüber nach kurz. Er sagte zwischen 20 und 50 Stunden. Ja, das heißt hier, dieser eine ECTS, den deutet 30 Stunden Arbeitsaufwand. Das ist so die Hausnummer, die man da angegeben hat. Bei 30 ECTS sind es also 900 Stunden im Semester. Teil durch die Anzahl der Wochen im Semester haben Sie ungefähr eine 40-Stunden-Woche. Ja, also volle Arbeit zu bestehen für den durchschnittlichen Studierenden. Ja, bestehen bedeutet 4-0. Die sind vermutlich alle ein bisschen schlauer als der durchschnittliche Studierende, hoffe ich mal. Dann brauchen sie vielleicht ein bisschen weniger Zeit oder kriegen ein bisschen bessere Note. Aber denken Sie einfach daran, dass Sie das im Auge behalten. Ganz besonders dann, wenn Sie daran denken, oh, ich mache jetzt noch 10 Vorlesungen mehr und habe dann im Semester 90 ECTS. Einfach für Sie als wichtiger Input. Okay. Und dann, Google ist Ihr Freund. Lernen Sie googeln. Seien Sie nicht böse, wenn jemand sagt, googeln Sie doch mal. Wenn Sie schon gegoogelt haben und nichts rausgefunden haben, dann können Sie sagen, okay, wonach soll ich denn genau googeln? Manchmal hilft es einfach nur, die richtigen Schlagworte zu kennen. Aber lernen Sie googeln. Das ist extrem wichtig. Sie werden das ständig hören. Sie werden das vermutlich auch von mir ein paar Mal hören, wenn Sie mir irgendwelche Fragen stellen. Und dann haben wir noch eine wichtige Seite für Sie. Das ist eine super Seite für den Studienstart. So, gibt es irgendwelche Fragen? Den 11.10. Ja, das ist richtig. Nee, das ist nicht richtig. Die Übung ist morgen. Da haben Sie uns schon erwischt. Wir haben den ersten Fehler gemacht. Jetzt können Sie uns alle einmal auslachen. Nein, die Übung ist morgen. Die sollte aber im Campus auch richtig drin stehen. Da haben wir vorher drüber geredet. Genau. So, irgendwelche anderen Fragen? Ja, bitte. Können Sie ein bisschen lauter reden? Der Übung, da soll es um das Campus, um das Ilias gehen und um How-to-Übungsblatt. Auch das haben wir vorher schon mal kurz angesprochen. Ja, bitte? Die Übung wird auch aufgezeichnet, ja? Es wird automatisch aufgezeichnet. So, noch irgendwelche Fragen? Wenn Sie sich nicht trauen, irgendwelche Fragen zu stellen, Sie können gerne auch nachher vorkommen und die Frage unter vier Augen stellen. Ich möchte Sie bitten, diese Umfrage zu beantworten. Das ist wichtig für uns, um einfach von Ihnen so grundsätzlich ein bisschen Feedback zu haben, um zu gucken, wie läuft es bei Ihnen im Studium, was geht ab und unser Angebot für Sie zu verbessern. Ja, bitte? Die Einzelgespräche gehen so circa 20 Minuten. Da wird dann später noch, gibt es noch genauere Infos, werden dann vermutlich übers Ilias verbreitet, wann die Anmeldung genau stattfindet, also ab wann Sie sich anmelden können. Das funktioniert dann übers Vivi-Portal. Es sind sehr viele Leute, ja. Wir müssen gucken, dass wir die alle verteilen, aber so 20 Minuten, 30 Minuten, so eine Hausnummer für ihr. Er fängt mitten im Semester an, damit wir alle Leute unterbringen können, bis zum Ende des Semesters, ja. Wenn Sie große Schwierigkeiten haben, gucken Sie, dass Sie relativ früh einen Beratungstermin bekommen oder schreiben Sie uns direkt, wenn es wirklich richtig brennt. Ja, dann können wir Ihnen spezielle Beratungstermine sehr viel früher anbieten. Ja, bitte? Die Anmeldung war geschlossen. Also es waren da schon einige Leute im Ilias. Wer ist nicht ins Ilias reingekommen? Okay, gut. Hat sich das Problem gelöst. Okay, one last thing for each and every one of you who is not native German speaker.
Generally, we will do everything in German because we're in Germany, but we will give you the possibility to ask questions in English. If you have troubles, you can also talk to your tutors and find a way to communicate better in English. But we would like for you to try German because it's very important for you and it's very important you learn, especially if you plan on staying here longer. Thank you. See you tomorrow.